Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf PöbelTube zu Folge Nummer 28, Far Cry New Dawn, mit mir, dem Dave. Wir wollen mit Kim reden. Ich vermute, sie wird uns einen coolen Plan Hey, dass geben. es dir gut geht. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, das wert. Rush ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen, aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Wo ist er denn hin? Er war doch eben noch da, oder nicht? Also, habe ich nicht groß kurz mit ihm gesprochen? Er hat gesagt, bau das hier aus, alles wird gut. Dann habe ich das ausgebaut und jetzt ist er weg. Weiß ich nicht. Seltsamer. Könnte ich nicht gerade noch? Es ist so schön, dass Nick zu Hause ist. Aber es fiel ihm immer schon schwer, still zu sitzen. Rede mit ihm, wenn du ein Fahrzeug brauchst. Autos, Quads, Boote. Gott. Ja, okay. Wir müssen ihn irgendwie im County suchen. Wir können ja mal ein paar Leute wiederbeleben. Haben wir ja schon irgendwas Cooles? Kills 29. Kills 9. Kills 3. Es klingt alles scheiße, muss ich sagen. Naja, wir nehmen das Schwein. Mal gucken, wo wir hin müssen. Hat sie jetzt nicht was von, wir müssen das County, bla bla. Also, die haben ja grundsätzlich erstmal Außenposten. 11 von 30. What? Schatzsuchen. Wir machen noch die eine Schatzsuche. Das ist, glaube ich, eine gute Variante. Fotos 4. Sie ist nämlich hier. Und da würde ich sagen, gehen wir mal schnell hin. Suchen kurz die Dinger zusammen und machen dann die Schatzsuche. 11 von 30, na gut, dann erklärt sich das, wie man hier in das Öl kommt, aber so groß ist die Karte doch gar nicht. Hallo Schwein. Du bist ein Dickschädelhäschen. Wir haben doch gesagt, du sollst aufhören, dich zu wehren. Aber du hörst hier nicht auf uns. Wir haben deine Leute. Wir haben Rush. Komm zur alten Düngemittelfabrik. Da werdet ihr alle was lernen. Hä? Was zum, warum ist hier gerade, was, warum kann ich hier nicht, ah! Hi, was ist hier los? Aber wie, der war doch erst gefangen. Wie hat er sich denn schon wieder fangen lassen? Ich denke, er ist so ein cooler Typ. Sorry, dass die Kirche brennt. Sorry, dass die Kirche brennt. Naja, so wie zu dem Thema. Blinkt hier, glaube ich, noch was? Ne, das war einfach nur Feuer. Kommt man hier rein? Irgendwie? Schwein, ey. Was zum... Ey, das war wirklich nicht mal. Aber was ist denn. Wer hat denn das Feuer überhaupt. Warum rennt denn das jetzt hier drüben? Vielleicht kann man von der anderen Seite. Schießt hier jemand? Oder explodiert hier was? Hi, ehrlich, es ist mir komplett egal, wie der Vielfraß den Schlüssel gestohlen hat. Ich scheiß drauf, wie viele von euch bei seiner Verfolgung zerfleischt wurden. Wenn er in der Kirche nistet, dann geht rein und setzt das Nest in Brand und holt den beschissenen Schlüssel aus der Asche. Ich muss in diesen Schuppen und zwar gestern. Das mit dem Feuer habe ich jetzt schon mal gemacht, ne?
Wo ist das Schwein? Kommt man hier irgendwie hoch? Hier, finde. Okay. Taschenlampe gab es hier nicht, ne? Oh, hier ist schon wer vor längerer Zeit. Es ist halt immer witzig, manchmal habe ich das Gefühl, dass das hier alles, die Atombombe aus der Far Cry 5, 3 Wochen her ist und manchmal sprechen sie halt über Jahre. Wenn man so alt sah, dann. Warum brenne ich den jetzt schon wieder? Hallo. Hier hoch oder so? Return to the garden. To the garden? Ja. Garden Eden. Deswegen ja auch New Eden. Bei der Vielfraß, glaube ich, ein bisschen überrascht, wie stark meine Waffe war. Haben wir den Schlüssel? Haben wir den Schlüssel oder haben wir ihn nicht? Und wie hatte ich das Gefühl, dass man die Kisten früher mal... Ein Händler. Aber finde das nächste Vielfraß. Aber hier war doch der Vielfraß. Der Vielfraß liegt hier tot. Sorry. Ah, hab das nächste viel was. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hallo? Aber hätte das nicht realistischerweise schon vorhin mal sein können? Naja, haben wir das erledigt? Hoffen wir mal, dass hier keine Sprengfalle ist. Ich vermute aber, dass es nicht die letzte Dings, ne? Das ist einfach der Krempel, der hier drin ist. Oh, doch, da. Kamerakrempel. Wir holen uns kurz das hier. Und die Ingame-Währung. Jetzt müssten wir eigentlich alle Ingame-Währungen haben, oder? Naja, mal gucken, wie viel es sind und was man dafür kriegt. Weil es gibt ja keine Schatzsuche mehr. 405. So, wir machen mal noch das Ding hier an. In diesem Teil sind eine Menge guter Sachen versteckt, aber ein paar der Verstecke sind echt verdammt gruselig. Ein Haufen alte Kirchen und Plakatwände, auf denen irgendwas davon steht, sich vom Vater retten zu lassen. Ja, ja, ja. Diese Leute hatten schon Probleme, bevor wir hier waren. Okay, auch seltsam. Kämpfst du hier mit irgendjemandem, Horatio? Lasst mal hier runter gucken. Das Kugelfarm ist auf jeden Fall. Klingt ja stark nach Dings. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn hier die nächste Mission? Stand das nicht? Kommt irgendwo hin? Durch die Mangel erreiche die Düngerfabrik. Sieht ja schon wieder fantastisch aus. Wo ist es denn?
Ist das hier so ein Dings? Hier unten wird 100 Pro auch einer sein. Oh, hier ist ein MP3-Player. Wenn wir den mal noch schnell holen? Können wir machen mal. Hier ist auch noch einer. Hier auch. Alter. Wir machen mal kurz Big Mike's Tal. Können wir mal ganz kurz, ich muss mal dahin. Räuchert die Auswahl das gerade eben, ne? Ja, dann nehmen wir das mal ganz kurz als... Perfekt. Habe ich mir aufgeschrieben. Und da wollen wir hin. Dann... Ich hoffe, hier laufen keine Leute rum. Ich will mich nicht beschweren, aber das Schwein ist ganz schön anstrengend. Überlebende Tagebuch. Diese verdammten Halbermänner haben mir alles weggenommen. Sie sind einfach vorgefahren und haben mich aus meinem eigenen Garten rausgeballert. Jetzt ziehe ich umher und ernähre mich von dem Müll, den ich so finde. Wenigstens kann ich mich in den Bunker in der Nähe zurückziehen, wenn es kalt wird. Okay. Was zum... Nehmen wir den hier. Wer auch immer da gerade rumballert. Okay. Neue Songs fürs Überlebendenradio freigeschalten. Ja, wir lassen das mal mit dem Überlebendenradio lieber. Nicht, dass mir die Werbeeinnahmen noch entgehen. Nee, aber ich habe keinen Bock, dass die Folgen geklemmt werden. Muss ja nicht sein. So, haben wir hier, glaube ich, alles. Schön. Wer ballert hier rum? Es ist wirklich... Schrecklich, ey. Wo wollten wir hin? Karte. Da ist ein Dings hier drüben. Wo wollten wir hin? Und rechts von mir ist ein Auto. Warum brennt denn das schon wieder alles? Tatsächlich können wir mal gucken, wie viel Schaden die den Bullen, den Büffel machen. Oh, fuck it. Kann ich ihn einfach von hier oben totschießen? Mega smart. Ja, ich hätte die vorher nachladen sollen.
Fuck. Also okay, wir machen absolut gar keinen Schaden bei den Viechern. Wir brauchen die nächste Stufe. Dann würde ich sagen, haben wir hier noch irgendwo ein Fahrzeug in der Nähe? Das Geile ist auch, wir haben halt null Munition mehr. Warum ist die eigentlich leer geschossen? Wir laufen da mal ganz kurz hin. Mega special, mega interessant für natürlich für euch zum Zugucken, wie ich hier durch die Gegend renne und probiere auf Büffel zu umgehen. Aber kann ich die jetzt herstellen? Das ist ein Händler. Was ist das hier vor mir? Klebeband, dann nehmen wir doch Klebeband mit noch. Ja, ist halt alles unnützer Quatsch, ne? Sowas zu machen, weiß ich nicht. Öffnen, nehmen. Ah, was ist das hier? Warum ist hier ein Dings? Warum sitzt ihr da oben, wenn es hier endet? Noch eine Gitarre. Ein erster Hilfset. Voll eine Toilette. Mehr ist hier nicht. Die bauen halt. Naja, wahrscheinlich ist hier nochmal irgendwann was. Was suchen wir denn eigentlich? Klebeband, ne? Hab ich gesagt. Oh, da riecht ja wer, sorry. Ich weiß immer nicht, ob das so schlau ist, dass diese Leute immer überleben im Tagebuch. Alle meinten, wir hätten den Knall, dass wir uns ein komplett neues Haus bauen, aber ich bereue das ganz bestimmt nicht. Die Kollapsjahre sind vorbei, wir haben Essen und Zeit, wirklich wieder was aufzubauen. Ich sehe das so, wenn du kein Zuhause hast, hast du auch kein richtiges Leben. Ja, das stimmt schon, was sie da sagt. So, dass man einen Ort zum Zurückziehen hat oder so. Aber ja, ich weiß immer noch nicht, wie klug es ist, sich hier hinzusetzen und zu singen. Alter. Da sind Hunde und Wölfe. Der Hund gerade den Wolf getötet? Was verfolgt mich hier schon wieder? Da. Aber keine Ahnung, ist der Typ gerade weggespawnt? Das wäre ärgerlich gewesen. Wer bist du? So, wir haben es gleich geschafft. Eiche. Eiche, lass mal jetzt mal Eiche sein. Wir holen noch den einen MP3-Player. Aber es muss noch 20 Lager auf dieser Karte geben. Wie viele Lager haben die? Aber ich glaube, das ist schon das fünfte Mal, dass ich mich... Boah, ist noch so viel Lager.
über Aufreger oder Ärgere. Was war das ja gerade? Bist du? Skunk. Hat er mich angegriffen? Wissen die das? Zwei. Zerfleddertes Überleben im Tagebuch. Solange das Wetter gut ist, schlafe ich draußen. Ich bin schon immer lieber am Freien gewesen. Ich könnte mir wohl den Bunker hier nebenan unter den Nagel reißen, aber jetzt bin ich schon so weit von Vancouver hierher gelaufen, dass ich ehrlich gesagt einfach weiterlaufen will. Könnte die sogenannte Wanderlust sein. Könnte aber auch da auch an diesem maskierten Mörderbanden liegen. Tja, wir werden es nie erfahren. Ein rotes Fass. Irgendwo gibt es hier wieder einen Bunkereingang. Vorratslieferungen. Die müssten wir uns eigentlich holen. Aber erstmal gehen wir in den Bunker. Weil auch da kriegen wir ja... Gott, gerade ein bisschen erschrocken. Auch da bekommen wir ja Ethanol. Das sind, glaube ich, hier die letzten. Na. Das zählt, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Doch. Okay. Haben wir alles. Mal gucken, wo es landet. Da. So, jetzt spawnen hier irgendwo Gegner. Okay. 38 Ethanol, na danke. So, wir machen eine Schnellreise. Also hier unten ist anscheinend erstmal nichts. Vielleicht ist hier unten noch so ein Lager, wer weiß. Wir machen trotzdem eine Schnellreise. Direkt hin? Na, wir laufen rüber, würde ich sagen. Ach komm, wir nehmen noch den Knochensäge. Ja, ihr wisst schon. Das, was da gerade stand. Knochensägerpfad. Möchte ich wissen, warum er so heißt? Verblasste Tagebuchseite. Kacke! Ich glaube nicht, dass ich das hier jemals alles ausgeräumt kriege. Ich hatte noch Hoffnung, dass ich es mir hier gemütlich machen könnte oder so, aber es war schon schwer genug, die Vorräte auszubuddeln. Da ist immer noch Zeug drin, wo ich nicht rangekommen bin. Mein scheiß Rücken. Wo jetzt? Wir laufen hier einmal um die Häuser und gucken, was damit gemeint sein könnte. Also hier kommt man, glaube ich, eher nicht rein. Alter. Zwei von vier. Ha. Ich wüsste gern, was er meinte mit da, wo er nicht rangekommen ist. Fuck you. Ha. Klapperstange. Aber hier die Türen gehen ja nicht auf. Ich pfeife aus Langeweile ab und zu mal, wie ich es gerade eben auch angefangen habe. Aber ich glaube, das kommt nicht so cool, wenn ich ins Mikro pfeife. Hast du was Cooles für mich? Hallo, Miss. Mit Prosperity wird alles gut. Ah ja.
Wenn es wenigstens was bringen würde, dass man den Scheiß hier abfackelt, den man ja einfach mehr sehen würde. Aber dem ist, glaube ich, eher nicht so. Noch irgendwer? Ah, ich glaube, ich weiß, was er meinte. Ich hoffe, dass das Haus jetzt hier nicht in einer Tür wohnt. Nein, doch nicht. Schade. Aber wie hatte ich die Hoffnung, dass man da jetzt reinkommt? Aber wo sei denn hier noch was? Ein scheiß Auto steht. Haben wir es jetzt? Ja. So, wir gehen jetzt 400 Meter in die Richtung und gucken mal. Also wir werden wahrscheinlich nicht diese Mission jetzt nochmal anfangen. Haben wir noch was Cooles in der Nähe, was wir noch schnell machen können? Nicht so richtig. Dann laufen wir da jetzt einfach noch 4 Minuten hin. Ich höre Gelaber. Ha. Wer weiß. Höre Wildschweine. War eigentlich, als wir diesen Trainingsplatz ausgebaut haben, war der Judge eigentlich auch mit dabei und hat da auch so Klimmzüge gemacht? Ich hab ein bisschen Angst, dass ich gleich noch... Woher wissen die, dass ich hier bin? So, ich würde sagen, wir beenden an der Stelle einmal die Folge und machen dann in der nächsten Folge diese Mission hier, damit mich nicht gleich schon wieder irgendwer angreift. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei hier auf YouTube mit Dave bei Farquhar Newton. Bis dann, ciao!